Servus zusammen, Salva Tutti. In diesem kleinen Clip geht es nicht um eine Analyse von irgendeinem Markt oder irgendeiner Aktie, sondern das ist eine Einladung an euch, auf den Börsentag in Hamburg zu kommen. Der ist am 12.11. in der Handelskammer. Das ist eines der schönsten Gebäude, was ich kenne, in denen Börsentage stattfinden. Und wie gesagt, am 12.11. ist der da. Das ist ein Samstag. Der geht von morgens 9 Uhr bis abends, ich glaube, es waren 18 Uhr. Und ich werde also auch da sein. Ich komme hier auf Einladung von Active Trades dahin. Und das wollte ich euch nur mal kurz zeigen, dass ihr seht, was euch da erwartet. Und zwar bin ich das erste Mal dran, ich bin mehrere Male dran. Das ist um 10 Uhr, glaube ich. Ja, genau. 10 Uhr bis 10.45 Uhr mit diesem 5-Punkte-Plan. Ich bin da auf München oder in München ein paar Mal drauf angesprochen worden. Auch hinterher, es haben sich viele die Unterlagen geholt. Könnt ihr hinterher dann auch nochmal machen. Und das ist diese 5 Punkte zur besseren Anlageentscheidung. Der kam recht gut an. Den ersten werde ich machen im Börsenzimmer. Das ist das hier. Das finde ich so klasse. Das hat eine Kapazität von gerade mal 18 Leuten. Ja. Das finde ich total schick. Und sowas mag ich. Ja. Ich will keinen 300er Raum haben, sondern ich will einen kleinen Raum haben. Und ich bekomme dann auch später nochmal, müssen wir mal schauen, das ist glaube ich dann um 13 Uhr, ja, bin ich dann auch nochmal dran. Und zwar dann in diesem Raum hier. Das nennt sich das Alsterzimmer. Das ist ein bisschen größer. Die Bestuhlung wird wahrscheinlich anders sein. Das sind 48 Plätze da. Ich liege vor und nach dem Orkan. Der Orkan, der ist von 12 Uhr bis 45. Der hat den großen Raum mit 300 Leuten. Das ist super entertaining. Ihr könnt also von mir zum Orkan zu mir. Und was ich machen werde, ist nach meinen Vorträgen, das ist also einmal 10.45 Uhr war das, da bin ich fertig, gehe ich runter an den Stand von Active Trades und habe dann da auch einen großen Bildschirm. Und da könnt ihr euch dann auch, das muss irgendwo hier sein, 46, 47 da in diesem Raum hier. Und dann könnt ihr euch dann noch Aktien wünschen, könnt Fragen stellen. Dann stehe ich dann da auch nochmal eine Dreiviertelstunde rum. Dann gehe ich zu Orkan hoch und höre mir das an. Und dann habe ich schon wieder den nächsten Vortrag. Und danach, das ist dann, ich bin dann fertig um 13.45 Uhr, gehe ich dann auch nochmal runter an den Stand und dann könnt ihr also dann dementsprechend auch nochmal fragen. Wie gesagt, ich finde, es ist einer der schönsten Börsentage, allein schon von der Location. Das ist immer so eine, das ist so leise irgendwie, das ist immer so ein Gebrummel, wie in der Börse halt. Und das ist nicht so extrem laut, dass man also mit dem Nachbarstand da irgendwelche Wettbewerbe machen muss, wer lauter spricht. Mir gefällt das gut. Ihr merkt, meine Stimme ist immer noch nicht da, Covid geschädigt. Ich hoffe, das ist bis dahin weg. Also ich würde mich sehr freuen und wenn ihr mich da seht, ihr könnt mich da ruhig ansprechen, ich habe keine Berührungsängste, ich freue mich über jeden, der da hinkommt und wünsche euch viel Spaß dabei. Also plant es mal ein, das ist der 12.11. und mal gucken, wer von euch alles kommt. Baba.